So, jetzt sind wir gleich wieder im Rathaus. Und ich dachte, jetzt sind wir gleich wieder im Rathaus. Ja, gleich. Ja? Aber ihr seid ja auch gleich wieder da, ne? Ja, eben, deswegen sind wir ja gleich wieder da. Ja. So, hier haben wir Stoppakta IP Red, ja, auch wichtig, genau. Ich mach mal einfach so, ich will jetzt hier nicht rumzoomen, aber auf jeden Fall einige Leute da. Hier, Anonymous, schick im Anzug. Auch. Don't worry, we are from the Internet, okay. Ich lese hier einfach mal so ein paar Demoschilder, die ich hier so auffange. Und dann gucken wir mal. Ja. So, jetzt kommt der Wagen hier langsam Richtung Rathausmarkt. Wir sind jetzt sozusagen auch gleich am, da hinten ist das Rathaus und wir sind jetzt gleich da. Vorhin gab es so ein, zwei Zwischenvorstellungen. Gleich kommt nochmal wohl, denke ich, ein Gruppenfoto insgesamt. Und dann müssen wir einfach mal gucken, was sich da so weiter ergibt. ACTA, bitte, please, wütende Netzbürger sehe ich hier. Demokratie ist nicht in deinem Land verfügbar. Ja. Ist wohl wahr. Wütende Netzbürger, Antifa ist da, also reichhaltig Leute aus allen möglichen Gesellschaftsschichten. ACTA, bitte, please. Okay. Ja. Das ist hier der Wagen sozusagen. Ein bisschen Mucke läuft jetzt hier. Phyllis Moore hat Musik gemacht vorhin. ACTA. So ein neuer Song, der läuft dann auch gleich wieder und ich lasse einfach mal hier die Leute vorbeilaufen und mach mir mal, wir sehen uns da gleich, mach mir mal einfach einen eigenen Eindruck. Und Meinungsfreiheit ist in deinem Land aufgrund von ACTA leider nicht verfügbar, wo er recht hat, hat er recht. Ja. Halt, stopp, jetzt reden wir, stopp ACTA, sehr gut. Ja. Kommunikation ist keine Straftat. Sehr gut. Stopp ACTA. Wir haben bohrende Vorwürfe gegen ACTA. I used to enjoy a free web. Kann ich nicht mehr lesen. Stopp ACTA. Okay. ACTA. Nee. Okay. Wie heißt der Blog? Nein, Bilderberg. Einfach suchen. Olaf Scholz. Bilderberg. Wir kennen uns doch. Ich bin ja gegrüßt. Wo kann ich die treffen? Warte. So, eine alte Bekannte von der letzten Aktion mal getroffen. Ja. Ich muss mal Pause machen eben. Jeder hier im Wohlstand lebt. Wir sind an einem Wendepunkt. Dem geht's dir gut? Ja. Und das glaub ist nicht einmal das erste Mal, dass es mir schon gegeben.